Schönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zurück zu Penumbra. Aventure. Ja, heute wieder nicht alleine, weil... Also, es ist mir trotzdem zu laut, ne? So. Continue. Wir hatten beim letzten Mal... Warum musst du immer husten? Egal. Wir haben beim letzten Mal den Strom angeschaltet. Das hat sogar relativ gut geklappt. Moment, jetzt kann ich wieder lauter machen. So. So. Ja. Ja, ruckel halt erstmal. Jo, Strom ist an. Sieht immer noch so aus, als würde es mir gleich um die Ohren fallen. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Wäre uncool. Wie man fast keine Steps hört. So. Moment, ich muss wieder lauter machen. Ich will doch die ganzen gruseligen Geräusche hören. Ich schon. So. Wir müssen jetzt nämlich an dieses Pad ran, was wir gesehen hatten. Ich habe aber halt Angst, deswegen habe ich mir jetzt auch wieder Begleitung dazu geholt. Weil da sind ja diese Hundis, ne? Sind die immer noch da? Ja. Hallo. Zack. Und... Good day. Can you hear me? Ja. Kann ich da... Hat sich was aufgeschrieben? Mann, jedes Mal gehe ich auf Notes. Beyond the fence to the right, there should be a hole or perhaps an access point to reach through the further points. Nee. Ich muss erstmal dieses Tor aufkriegen, das ist natürlich logisch. Und ich muss das wirklich selber entmorsen. Wow. Das könnt ihr jetzt schon mal drauf einstellen, dass das ewig dauern wird, weil. Nee, wir schaffen das erstmal so selber. Wir kriegen das hin. Nee. Moment. Wo sind die? Was hast du jetzt gesagt? Ich schreibe einfach irgend so einen Zettel da. Ja, und den Edding. Nimm den Brief, ja. Ich glaube, das erste Wort, die 5 Punkte, also eine 5. 2 Striche und 3 Punkte. Ist. 7. Jetzt? 5 Punkte, ja. 2 lange, 3 kurze. 3 lange, 2 kurze. Also 5, 7, 8. Und dann noch ein 4. Punkt, oder? Das ist der 5. Das ist der 7. 3 kurze, 2 lange. Die 3. 5, 7, 3, 8. 5, 7, 3, 8. Ich will eigentlich gar nicht, dass es klappt, weil dann kommen wir ja den Hundis entgegen. Ich bin aber gerade schon... Vielleicht wollen die auch einfach noch nudeln. Ja, die Hunde können mich mal tierisch am Arsch. So. Ja, bist du ruhig. 5, 7. Ja, natürlich. Ja, Moment, Moment, Moment. Du kannst keine Treppen hoch, ne? Ah, er kann Treppen hoch.
Rechts lang hat er irgendwas gesagt. Da durch, da durch, da durch, da durch. Alles cool. Alles cool, bin gar nicht ängstlich, nein. Ich habe das letzte Mal das Spiel betrunken gespielt. Da haben wir diesen Morsecode nicht hingekriegt. Es geht also um. Oh. Ach du Scheiße, da ist noch ein Hund. Natürlich. Also wir müssen jedenfalls irgendeine Bohrmaschine, so eine. Wie nennt man das denn? Was ist das da drüben? Das ist einfach ein Gastank. Kann man den anzünden? Ja, bringt mir nur später, dann fliege ich in die Luft. Ich muss da hoch, oder? Ach, Hundi, geh weg! Aha! Boah, bin gerade Kann der Hund mal weggehen? Hat er mich gesehen? Ja. Lol. Lol. Er schiebt die Kacke weg. Komm her, du Dreck. Lol. Was ist das für ein schlauer Hund? Was macht der? Der will da hoch, um dann auf dich zu springen. Der kann mich mal. Aber er ist dumm. Wirf doch ihn Fleisch hin und dann metzel ihn so ab. Das lenkt ihn nicht ab mehr. Weil er mich sieht. Ich bin leckerer als Fleisch. Komm, iss dein Fleisch, Muffel. Oh. Oh. Oh, ich bin auf ihm. Oh. Butz, Junge. Lol. Geisterhund. Ah, er ist tot. Musst du das Fleisch wieder aufsammeln? Nein. Hallo? Naja, wenigstens haben wir jetzt Ruhe. Wo war ich stehen geblieben? Ach du Scheiße. Ich will hier erstmal hochgucken. Bringt das mir irgendwas? Da hättest du den Hund mit abwerfen können. Ja, toll. Jetzt habe ich den Hund ja schon besiegt. Physik Engine ist on top. Ich springe mal lieber nicht runter, ich krieg bestimmt sonst Fallschaden. Du hast doch noch zwei Painkillers. Nein. Ich hab einen Besen. Das hatte ich vergessen, dir zu sagen. Ich hatte einen Besen gefunden. Wo geht's hier denn hin? Ach du Scheiße, warum ist das. LOL. Geh einfach schnell wieder zurück. Nee. Den mach ich wieder. Komm her, Dreckvieh. Langsam habe ich es raus, wie man diese Viecher besiegt. Bleib liegen. Ja, ein kleiner Huffel, der mein... Ist er tot? Auf jeden Fall sieht es sehr gut aus, was er da macht. Na? Ja, die wurden bestimmt irgendwie gefoltert oder so. So. Guck mal. Ich bin der VLC-Player. Yay. Physikalisch echt top-notch, dieses Spiel. Ach, Wuffel. Alter, ich bin voll gut im Abpassen. Ich bin voll der MLG. Oh. Verkramm. Oh, bleib liegen. Gut. Was mit seinem. Seine Augen leuchten halt einfach immer noch. Ich möchte bestimmt wieder erstmal ins Storage. Da hat's gefunkt. Wo ist denn das Storage? Hier. Nee. Was? Exe. Lol. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Storage. Storage.
Ja. Da ist zu. Okay. Und da ist... Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox on both your brain cells. Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my hope like you would a puppy, freshly rolled in its own feces. That fell in the clutch. Your warped sense of morality is better company than I. Because now, it is all you have left. Bist du jetzt fertig? Übrigens, die Audioqualität, das ist so. Und auch dieses Laufen, das ist mir aufgefallen. Alter, halt doch das Maul. Sometimes my emotions are like a disobedient pet. Uncontrollable and often rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door and you will find what you seek. Was? Second left? Ja. Ich soll vielleicht mal zuhören, was er sagt. Tool, Chat. Eine Karte. Das ist sehr gut. Ach du Scheiße. Ich bin da, wo der rote Punkt ist. Ich sehe das nicht. Dort. Ich... ja, das ist die Frage. Also in diesem unteren Abschnitt, wo das Orangene ist, wo Key Panel steht, da war das, wo ich halt angefangen habe. Und jetzt sind wir in diesem ganzen... Toolshed ist offen, ja. Ist ja wie in Resident Evil. Dann gehen wir erstmal ins Toolshed, würde ich sagen. Da gibt's bestimmt irgendwas Cooles. So. Toolshed, was heißt denn eigentlich Shed? Werkzeug? Laden? Ja, Endgegner-Tür. Oh. Na Mensch. Ist anscheinend so eine Art Zwischenlager. Das ist Säge. So, eine Säge. Damit können wir uns das Bein abschneiden, falls mal irgendwas schief läuft. Da machst du vielleicht die Kiste dort wieder kaputt, nicht dass da wieder irgendwas drin ist. Die Kisten konnte ich nie kaputt machen. Aber mir ist irgendwie so, als wäre mal in so irgendwas drin gewesen. Soll ich da mal gegenhauen? Nein. So. Das heißt, wir haben hier drin jetzt eigentlich nur die Säge gefunden und müssen hier nie wieder hin. Weil... Ich gehe jetzt zurück zur Karte, das war mein Plan, ja. So, die Tür kriege ich mit der Säge definitiv nicht auf. Es macht keinen Sinn. Gehen wir mal ins Auxiliary Shaft. Ich muss auch gleich niesen. Das ist schlecht. So, hier haben wir angefangen, ne? Ja. Das ist auch zu. Ah, hier können wir ja rüberspringen. Die Frage ist, ob ich das will. Ja, dann kann ich das Brett aufschneiden. Ja. Ach so, ich passe natürlich nicht durch, oder? Passe ich durch? Nein. Aber ich kann doch... Ja, ne? Müsste doch funktionieren. Na, das war nicht gut überlegt. Okay. Anscheinend ist hier irgendwie ein Wurm oder sowas drinne. Achtung, Hunde! Ja, ganz toll. Ich guck nochmal auf die Karte, ob ich vielleicht noch irgendwo anders hin konnte, aber ich glaube, es war nichts anderes mehr da, wo ich hingehen konnte. Deswegen... Da hat's gefunkt. Oh. Wo war denn das? Wo war denn die scheiß Karte? Ach Mann! Ich finde ja nicht mal die Karte. Ich gehe da jetzt einfach rein. YOLO! Hundis, yay! Mann! Ich höre sie doch schon wieder. Der ist hier links. Da läuft er. Komm ran, du Dreckvieh. Hallo.
Ich muss nur aufpassen, dass ich mal nicht irgendwann mal zwei trigger, weil das wäre nämlich schlecht. Ja, das war natürlich auch sehr schlecht. Ah, hallo, kannst du bitte nicht immer in den Boden glitschen? Da war noch einer. Ich hab noch was gehört. Ja! Na moin. Komm her. Ich hab nichts. Ich tu dir nichts. Lol. Hallo. Ja, ist klar. Oh. Ja. Ja, ich fühle mich jetzt wieder schlecht, weil ich hier übrigens viele Hunde kille. Rennst du bitte nicht weg. Komm her, der böse Mann will dich haben. War's das? Ja. Das ist eine Karte, sehr gut. Das heißt, wir haben hier schon mal kein Hundi-Problem. Ach so, wir sind jetzt hier in diesem Abschnitt. Dann kann ich ja nochmal schauen. And X-Vacation hätte ich nochmal schauen können. Oh, da war auch noch rot, da war noch zu. Aber die Auxiliary-Chef ist da auch zu. Das heißt, ich muss wahrscheinlich in diesem Raum da oben rechts was finden. Dazu muss ich jetzt weiter hoch, ne? Ja. Okay. Okay, okay. Kann ich hier oben wieder was machen? Nein. Das heißt, wir laufen jetzt einfach weiter in die Auxiliary Shaft. Ja, links war rot. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Karte das richtig anzeigt. Die kann ich aufmachen, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob da... Ja, erstmal gegen den Kopf hauen. Da ist nichts drin. Die ist zu. Oder? Achso, nee, lol. Warum geht die anders auf? Und warum sage ich so ekelhaft lol? Da liegen auf jeden Fall Dynamit, womit man keines aufsprengen kann. Damit kann ich Hunde hochjagen. Okay, dann. Ich habe hier mir aber wesentlich mehr erwartet. Vielleicht musst du irgendwas irgendwo aufsprechen. Vielleicht geht die Tür aber, vielleicht geht die Tür trotzdem auf. Kann ich mir jetzt so. Da liegt auf jeden Fall ein Zettel. Jahr 9000. Achso, das sind diese Baumaßnahmen, als sie hier gebaut haben.